auch sehr schön gearbeitet, das muss man sagen. Und bisher hat es zumeist nach Gareth gezeigt. Was wohl auch nicht verwunderlich ist. Nein, natürlich nicht. Andererseits in diesen unruhigen Zeiten würde es mich auch nicht wundern, wenn der Kronprinz etwas auf Reisen ist oder in versteckteren, kleineren Pfalzen unterwegs ist. Nun ja, vielen Dank für eure Auskunft. Dann wollen wir euch nicht länger bei der Arbeit stören. Es könnte aber natürlich immer sein, dass wir noch Fragen haben, aber ich denke, das wird euch nicht weiter stören. Sehr gerne. Ihr werdet mich hier oder irgendwo anders in der Akademie finden. Werden eure Kollegen denn vor den namenlosen Tagen zurückkehren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute nicht. Wenn ich euch jetzt sage, ich bin nicht ganz sicher, dann ist das für einen Hellsichtsmagier natürlich. Er zwinkert dir zu. Ich bin mir natürlich sicher, aber die Zeiten sind aktuell sehr aufgewühlt. Stellt es euch vor, wie die Wellen auf dem Wasser und ein Schiff, das es durchflügt. Diese Analogie ist tatsächlich ziemlich richtig, wenn man betrachtet, dass auch Satinov als der Steuermann bezeichnet wird. Durchaus, durchaus. Ich verstehe schon, da sind zu viele Parameter am Werk. Korrekt. Viele Vektoren, die berechnet werden müssen. Eine beneidenswerte Tätigkeit. Seht ihr das, Boltax? Das ist eine Kristallkugel, ein gildenmagisches Artefakt. Höchst interessant. Das ist ja sehr schön, dass was macht diese Kristallkugel? Nun, wir Gildenmagier sprechen dort Zauber hinein und können sie auf gewisse Art und Weise nutzen. Ursprünglich, oder manche Kristallkugeln werden aus besonderen Materialien gefertigt. Es gibt welche mit Mondsilbersprenkeln zum Beispiel. Oh, das ist ja sehr schön. Also, sind Ja, die ja. tatsächlich aus Kristall? Ja, manchmal natürlich gewachsene Kristalle. Das sind natürlich die begehrtesten. Dann die Schönheit von Juno ein Geschenk. Ja, durchaus. Nun, und gerade im Bereich der Hellsichts- und teilweise auch Illusionsmagie, glaube ich, werden diese verwendet. Was für Zauber spricht man in solch eine Kugel? Ich kenne mich damit tatsächlich nicht aus. Hellsicht ist nicht eins der Merkmale, die in der Schwert und Stab besonders gelehrt werden. Ich weiß aber durchaus, dass die Kanti aus den Bereichen Hellsicht und Verständigung zum Beispiel mit einem der Kristallkugelzauber verstärkt werden können oder ja, eben fokussiert. Das ist interessant und nützlich. Ich meine sogar einmal, doch, das habe ich in einer Vorlesung gehört. Es gibt einen Schutz, der gegen Untote wirkt. So wie mein Dolch. Ja. Das Nun ist. ja, und ein paar alberne Anwendungen natürlich für Illusionsmagier und so etwas. Ja, also ich weiß nicht, ich habe mich jetzt wenig mit den Illusionsmagiern auseinandergesetzt Ja, das ist in natürlich keine besonders ernstzunehmende Kunst. Der Kollege aus Grangor ist sehr kompetent, aber wenn ich ehrlich sein soll, ich halte seine magische Kompetenz für ein wenig verschwendet an diesem Zweig. Goa, ich meine das Horazreich. Ich wusste gar nicht, dass Abel mir Illusionist. Nein, er stammt nicht aus Grango oder wurde da auch nicht ausgebildet. Wie meint ihr denn? Die Spektabilität der Halle der Erscheinungen. Ich verstehe. Das ist die Akademie dort, oder? Richtig, ja. Nun gut. Ich meine, jeder soll das machen, wozu er sich berufen fühlt, nicht wahr? Da mögt ihr wohl recht haben. Vielleicht hat Hesinde ihn einfach dazu berufen, diesen Zweig zu ergreifen. Ja,
Ja, während Kiaras und Rafim eines Tages dann ja vor der Friedenstadt dann stehen an einem großen Kessel, könnt ihr dann, ja, Rafim säubert sich mal wieder von dem ganzen Blut, was an ihm klebt, was er dann von den Schlachten davon getragen hat. Also nicht nur sein Blut, vor allem das eben der ehrhalten Gardisten. Könnt ihr dann sehen, wie wohl die ersten paar Geschichten ausgepackt werden? Viele Kinder, die sich jetzt um die Leute hier herumgesammelt haben. Es ist natürlich dann auch ein guter Brauch, jetzt gerade gegen Ende Raya, dass man noch einige Schauergeschichten erzählt, damit man dann ja sich vor dem eigentlich heimischen Kamin so ein bisschen gruselt und ja, die vermeintlich hartgesottenen Erzähler, die dann versuchten, mit plastischen Bildern zu malen und sie fächern sich so ein bisschen Wind zu mit den Händen und versuchen dann irgendwelche Gestiken und Mimiken zu benutzen und die Kinder zu erschrecken, die Zuhörer Angst und Bange zu machen. Könnt ihr dann wohl auch mitbekommen, wie da so ein Zuckerbäcker steht, der da also gerade ein bisschen Teig knetet, die letzten paar Vorräte, die noch zusammengetragen werden, damit man wohl noch frisches Punipan hat, was natürlich besonders lange haltbar ist für die 5 Tage, weil Brot oder so etwas würde dann verschimmeln. Und so könnt ihr dann ja direkt dann auch vor ihm dann diese Geschichte mithören, wie er dann vor ungefähr 15 Kindern steht. Die von allen guten Göttern verlassene Fiolinda dürstete nach Rache. Sie schwor alsdann dem Rattenkind die Treue, und der Feind aller Götter gab ihr die Herrschaft über seine Kreaturen. Und so rief er die finstere Fiolinda, und sie rief die abscheulichen Flammengeschöpfe herbei. Und in diesem kalten Lodern schmiedete sie 13 mal 13 Tage eine grausame Waffe, den Seelenfresser. Die Kinder gruseln sich und haben Angst und schauen so ein bisschen zu vor allem Kiaras. Der sitzt da vielleicht so ein bisschen am Rande. Na gut, ist das jetzt eine Geschichte, die man Kindern erzählt, von Seelenfressern? Gut, wenn man vergleicht mit dem, was wir erlebt haben, klingt das doch recht harmlos. Ach, Karino, ich bin mir sicher, ihr würdet so einen im Duell besiegen, ganz egal, was die für einen Seelenfresser dabei hätte oder nicht. Und ihr erst. Was ist jetzt eigentlich mit euren Waffen geworden? Sind die noch in Ordnung oder? Muss ich Ah, irgendwem seine nun. Dolche klauen? Ich trage sie bei mir, klopf mal so an die Seite meiner Hüfte. Ich halte sie erstmal in der Schwertscheide. Ich werde sie untersuchen lassen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch geweiht sind oder gar geschändet sind. Ich denke, es ist besser, wenn ich sie erstmal nicht benutze. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, da vorne, seht ihr das große Gebäude? Da sitzt das heilige Paar der Pravia-Kirche. Ich glaube, die solltet ihr fragen. Der Mann ist eigentlich ganz nett, die Frau sagt nicht viel, aber eigentlich sind da, glaube ich, ganz nette Gesellen. Und wenn ihr lieb fragt, dann helfen die euch bestimmt. Ja, ich kann sie definitiv einmal fragen. Soll ich euch vorstellen? Ich stelle euch vor, Karin. Na, gerne doch. Ja, mal gucken, ob Greifenmund sich ja auch wieder irgendwo rumtreibt, wenn er sich nicht gerade wieder am Geißeln ist. Hoffentlich nicht. Das letzte Mal war schon problematisch genug, dass er sich vorher gegeißelt hat. Ah, Rafim! Rafim! Was seid ihr hier? Greifenmund, ihr könnt ja vernünftig laufen. Ist euer Rücken wieder verheilt? Gnädigerweise ja. Nun, sagen wir, ich kann ihn belasten. Wenn man vom Bannstrahl spricht. Ihr habt die letzte Patrouille verpasst. Die hatten sich in einem hinteren Haus verschanzt. Wir haben sie erst übersehen, aber ich und die aus dem Katzloch haben sie da rausgetrieben, die Säcke. Ja, hat man bis hierhin hören können. War ein schöner Anblick, muss ich sagen. Die Jungs da vorne, die wissen, wie das geht. Und die wissen nix, ey. Aber ja, wir müssen gerade mit Karinor hier zum Heiligen Paar und uns die Waffen angucken, um zu gucken, ob Karinors Waffen noch in Ordnung sind. Wollt ihr mitkommen? Selbstverständlich. Vorsicht ist die Mutter aller Rechtschaffenheit. Außerdem hatte ich noch Natürlich. nicht die Gelegenheit, dem Heiligen Paar die Aufwartung zu machen. Aber sind nette Ich hoffe, Haufen. das Heilige Paar kann helfen. Ansonsten werde ich sie wohl zu einem Boron-Tempel bringen müssen. Aber ich denke, ach, das heilige Paar wird das schon machen, Travia und so, ne? Gastfreundschaft. Ah, euer Gnaden, da seid ihr ja wieder. Nun, wie Aber geht's mir euch? ist auch mal wieder aus deiner Stube rausgekommen. Nun, Ich ich war beschäftigt. dachte schon, wir hätten dich verloren, du an die Bibliothek oder wo auch immer du warst. Nein. Nun, was steht an?
Wir schauen uns an, ob Kiaras Waffen noch in Ordnung sind. Ah, hervorragend. Aber wir wollen das heilige Paar besuchen gehen. Sagt es die Etikette voraus, dass ich so etwas sagen muss wie, oh, was haben eure Studien denn ergeben, oder muss man kein Interesse heucheln bei sowas? Nun, ihr könntet fragen. Ist es, was habt ihr denn getan, Abelmir? Richtig, Abelmir, sind sehr interessiert. Nun, ihr erinnert euch doch noch an die Artefakte, die wir den Dämonenknechten abgenommen haben. Nun, das war ein Stab und eine Kiste, nicht wahr? Exakt. Dieser Hakendolch ist dämonisch verseucht. Ich denke, es wäre aus wie Isarun. Vielleicht sollte die Weiße Gilde dieses Ding entsorgen. Oder vielleicht auch ein Preistempel, wenn er zu greifen ist. Ich würde mich wundern, wenn es nicht dämonisch verseucht ist. Verzeiht dieses Wortspiel. Alles in den ins Ingrim heilige Feuer. Nun, so. Wir haben den Angriffstempel. Ich denke schon, dass das Feuer helfen kann, es einzuschmelzen. Nun, diese Kiste, sie ist auch, nun sagen wir, dämonisch erschaffen, aber ihr Zweck ist wohl etwas harmloser. Sie verschließt nur Dinge und transportiert sie in den Inhalt der Kiste, in den Limbus. Und man kann sie jederzeit rufen. Jein, also die ganze Kiste verschwindet im Limbus. Das dachte ich doch. Ja, okay. Also nicht der Gegenstand drin, sondern alles. Nee, du packst den Gegenstand in die Kiste, machst sie zu und dann... Genau, löst sich die Kiste in Rauch auf. Genau. Woher weiß die Kiste dann, dass sie gerufen wird? Hat sie einen Namen? Sie hat natürlich einen Namen. Ich habe ihn Voltax genannt. Ist das so ein Dämonen-Artefakt, das wir direkt kaputt machen, oder eins, das wir erst gleich kaputt machen? Nein, ich denke... Ich würde es dieser Entscheidung Voltax überlassen. Wie gesagt, sie ist vergleichsweise harmlos. Dennoch dämonisch. Ich bin mir sicher, Voltax wird die Vernichtung alsbald in Gang bringen. Dann wäre noch... Ihr erinnert euch an diesen Pilger am Rande Rommelis. Ihr meint diesen... Ja, ja, ich erinnere mich. Diese Geiermaske, die er damals trug... Ah, ja, richtig. Was ist damit? Nun ja, du verwandelst dich durch gewisse verbale Komponenten verwandelt man dich in einen Geier. In einen echten Geier oder in ein dämonisches Zerrbild eines eben solchen? Nein, ich vermute einen echten Geier. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ein einfacher Verwandlungszauber. Nun, solche Verwandlungen können keinen guten Effekt auf ihren Nutznießer haben. Ihr müsst natürlich die dämonische Natur ihres Trägers bedenken. Ich bezweifle, dass sie einen besonders heilenden Charakter hat. Nun, also man sollte niemals die Dämonen unterschätzen, dabei selbst das Einfachste zu perversieren. Also im Grunde schmeißen... Und diese Kristallkugel, die kann man auch dazu verwenden, um den Sternenhimmel darzustellen. Also auch wenn es bewölkt ist und so. Das ist sehr interessant. Basiert alles auf diesem grundlegenden Werk der Sternkunde von Niobara. Oh, das ist ja praktisch. Wenn man Sternenhimmel darstellen kann, dann weiß man ja genau, wann man am besten beschwört. Ja, ja, das ist... Oh, eine gute Nachricht, Freunde. Wir haben etwas gefunden... Ist es was Dämonisches, was wir im Ingrim-Tempel verbrennen? Dann haben wir auch was gefunden. Denn davon scheint es dieser Tage keinen Mangel zu geben. Was habt ihr denn gefunden? Berichtet. Wir sind sehr interessiert. Zwinke mal Abel mir zu. Wir haben erst einmal Wissen gefunden. Ganz wesentliches Wissen. Und nein, haltet euch fest, es geht diesmal nicht um den Bau der ersten Armbrust der Zwerge. Nein, es geht um das mylanische Pendel. Das, was die Nekromanten da gesucht haben. Ja, und... Weil Isachul und ich so geflissen sind, haben wir... Verzeiht meine Unwissenheit, ich bin nicht ganz so belesen. Ein mylanisches Fan? Ja. Ah, dieser Name muss euch nicht beunruhigen. Er ist lediglich nach seiner Erschafferin benannt. Der Magierin Mylana von Rommelis. Genau. Und weil Isachul und ich so kompetent sind, haben wir das Pendel gleich mitgebracht. Und was ist dieses Pendel?
Richtung würdest du zeigen? In Laientermen? Nein, bitte erklärt es so kompliziert, wie ihr könnt. Das fasziniert mich immer wieder. Das war Sarkasmus, oder? Erst kurz und knackig und dann etwas komplizierter. Gut. Bitte. Diverse Zauber liegen auf dem Pendel. Der Zweck dieses Pendels ist es, das Geblüt von mächtigen Personen, also zum Beispiel Kaisern, zu bestimmen. Wenn man es so auf den Finger hält, sie nimmt es einmal ab und hält es sich auf den Finger, lässt es einmal pendeln. Ja, und wie ihr seht, hängt es nicht einfach schlaff herab oder baumelt so ein bisschen dumm herum, sondern es zeigt in eine bestimmte Richtung. Früher war das natürlich meistens Gareth, weil dort die Kaiser saßen. In welche Richtung zeigt's? Also wir konnten noch keinen Blick auf eine Karte erhaschen, aber es ist ein Ort nördlich von Gareth. Ich möchte mal drauf gucken. Nördlich von Punin, Entschuldigung. Orientierung. Also die Himmelsrichtung weiß ich ja. Wo zeigt es denn himmelsrichtungsmäßig zumindest hin? Von hier aus Nordwest-Nord. West-Nordwest? Okay. Also das ist irgendwie Nordwest, nicht von hier, aber ich habe keine Ahnung, was da ist, ehrlich gesagt. Die Finstermark. So eine Scheiße. Warum können eure Kaiser nicht eigentlich mal irgendwie schönen Orten sein? Keine Ahnung, mal im Raya-Tempel oder so. Ja, das zeigt definitiv eine Finstermark. Wenn ich jetzt eine Karte zur Hand hätte, könnte ich wahrscheinlich sogar genau sagen, wohin. Aber es zeigt nicht nach Gareth. Auch wenn da angeblich ein Kaiser sitzen soll? Nein, also unseren Informationen zufolge war ja der Kronprinz Selinian irgendwie in Punin. Aber wir hatten vermutet, dass er vielleicht an einen geschützteren Ort gebracht werden könnte, aber in der Finstermark kann ja doch unmöglich sein. Also das wäre Selbstmord. Also ich habe jetzt eine Frage, die jetzt nicht so gut klingt. Muss das denn ein lebender Kaiser sein? Naja, es muss das Blut sein. Also ich denke, ein toter Kaiser hat relativ wenig Blut. Ja, was ist mit einer Totlegerin Frage stellen, ob wir diesem Pendel vertrauen können. Nein. Selbstverständlich, es kommt aus den Archiven des Informationsinstitutes. Das ist mit legitimisierter Magie der Weißen Gilde hergestellt worden. Dann muss es ja funktionieren. Und ihr verlasst euch darauf, dass etwas, das mit Magie hergestellt wurde, den von Praias gesalbten Kaiser finden kann. Garantiert. Selbstverständlich. Also es muss auch nicht unbedingt nur auf Selinian zeigen, oder nicht? Das kann auch genauso gut, wer weiß. Ich sehe zwei Möglichkeiten, wenn eure Einschätzung der Position richtig ist. Entweder hat Selinian mehr Truppen sammeln können, als wir dachten, und befreit gerade die Finstermark in einem triumphalen Zug. Oder... wäre wünschenswert. Reden wir von demselben Selinian? Oder er ist doch tot. Und das Pendel zeigt auf, wissen die Götter wen. Vielleicht habt ihr Kaiser Eine Frage, zeigt das Pendel vielleicht auch auf eine Kaiserin, die wir recht gut kennen, die jetzt vielleicht als Untoter herumläuft? Ich denke nicht, dass das sein könnte. Der Bibliothekarius hat uns etwas von den Zusammenhängen zwischen Sikajan und Nairakis erzählt und in den Untoten ist das ja wohl nicht mehr vorhanden. Zumal die Reichsbehüterin selbst nicht von Rauls Blut war. Gehen wir davon aus, dieses Pendel funktioniert wirklich. Auf wen könnte es alles zeigen? Auf die kaiserlichen Familie. Moment. Mir kommt ja gerade noch eine Sache in den Kopf. Der hier bei dieser Torgal oder wie auch immer hieß, der sprach ja davon, dass es auf Großhetmänner Blut zeigt. Und vielleicht zeigt das Pendel nicht generell nur auf Kaiser, sondern auch auf die höchstgestellten Persönlichkeiten anderer Völker. Wenn ihr jetzt vorschlagt, dass es auf den schwarzen Drachen zeigt, ich glaube, dann fangt ihr euch gleich eine von Isarun. Nein, ja? Vielleicht eher auf den Hochkönig. Hochkönig. Aber Boltax, erinnert euch doch mal an die Fakten. Wenn es bisher die ganze Zeit nach Gareth gezeigt hat, der Hochkönig ist doch nicht in Gareth. Ja, aber er ist wahrscheinlich die wichtigste Person jetzt. Also. Aber ist euer Hochkönig, ihr seid doch alle so anti-Magie-affin. Das würde doch beim Hochkönig bestimmt gar nicht funktionieren, weil ihr Zwerge so mit Magie nicht am Hut habt, außer dir jetzt. Macht meine Argumentation kaputt. Aber das funktioniert doch vielleicht bei ihm gar nicht.
Also nehmen wir den Hochkönigs als eine der Möglichkeiten. Ansonsten, wenn es auf die Kaiserfamilie zeigt, sehe ich vier Möglichkeiten. Selindian. Ich zeig das nicht auf diesen Answin-Typen da, sonst kotze ich aber. Selindian, ja, Answin, die tote Ohaya oder ihre Zwillingsschwester. Oh, aber dieser blöde Answin. Ihr vergesst den Kaiser Harl. Ist der nicht? Was für ein Kaiser? Und vielleicht ist er sich zurückgekehrt, um uns von diesem Schicksal hier zu erretten. Ach, ihr habt ja wohl ein paar Schläge auf den Kopf bekommen. Also mindestens ein paar, bei denen ich dabei war. Aber habt ihr eine bessere Idee? Ja, ich habe mit Sicherheit nicht, dass ein verschollener oder toter Kaiser zu den Lebenden zurückkehrt. Ich muss doch sehr bitten, man hat ihn nie für tot befunden. Dennoch nicht unbedingt sehr wahrscheinlich, dass er jetzt auftaucht. Das steht eher unseren Feinden zu, immer und immer wieder aufzutauchen wie die Kakerlaken. Ja, und gerade in der Finstermark, also. Nun, wo wäre denn ein passenderer Ort? Wenn der Kaiser verschwunden ist damals, warum hat man das Pendel nicht direkt benutzt, um ihn wiederzufinden? Ich meine, das wäre doch am einfachsten gewesen. Das ist eine Frage, die wir Dexter Nemrod stellen können, wenn wir ihm eines Tages in Buchenzeilen entgegentreten. Also nicht. Also vermutlich, so unschön wie es klingt, zeigt es vermutlich auf Answin oder nicht. Ja, oder es ist kaputt. Answin von Rabenmund wurde doch aber verbannt. In den Norden. Answin der Jüngere. Seine komischen Kinder laufen da doch noch rum. Answin der Jüngere, Answin der Mittlere und Answin der Andere, oder nicht? Nun, wenn man aber der Linie weiterfolgt, zeigt nach Norden, wo genau hin wurde der Answin entwandt. Also ich dachte irgendwas mit Orks, aber wo genau die Orks wohnen, keine Ahnung, irgendwo da oben, weiß ich nicht. Die Orks wohnen im Orkland und manchmal in Weiden, aber da nicht lange. Das klingt vernünftig, das mit dem Orkland. Ja, also wir könnten natürlich einfach stumpf dem Pendel hinterherlaufen und gucken, wo wir ankommen. Wir sind sowieso auf dem Weg in die Finstermark, oder nicht? Wir sollten zunächst einmal unseren Weg nach Gareth nehmen. Über die Finstermark oder nicht über die Finstermark? Ich meine, mir ist beides recht. Ich meine, wenn wir durch die Finstermark gehen, können wir auf jeden Fall noch ein paar Arschlöcher umbringen und vielleicht noch den einen oder anderen Paktierer erwischen. Nun, es wird wohl nicht schaden, wenn wir dort einmal nach dem Rechten sehen und uns dann nach Gareth wenden. Zumindest an den Ausläufern, die wir ja schon einmal passiert haben. Gerade die Straße nach Perikum muss und nach Rommel ist jetzt muss frei sein. Richtig, ja. Na, hoffentlich werden wir nicht wieder von so einem Albtraumgewitter verfolgt. Ah, das war furchtbar. Nun, wenn dies passiert, werden wir uns früher oder später überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Das ist richtig. Wahrscheinlich nicht einschlafen. Ein seltsamer, aber vermutlich richtiger Vorschlag. Ich habe 5 von diesen Pastillen. Ihr wisst schon, die man uns früher mal gegeben hatte. Habt ihr nicht einmal irgendwie 5 auf einmal genommen und konntet dann 3 Tage nicht schlafen? In der Tat. Das klingt natürlich nach einem sehr guten Plan. Ich habe auch nochmal 3 von diesen Portionen. So. Ja, sehr schön. Diskutieren wir doch lieber die Artefakte, die ihr erwähnt hattet. Also wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, die sind alle in der Kategorie Heiliges Feuer. Vermutlich ja. Ich denke aber, dass die Kollegen aus dem Informationsinstitut sie sich ansehen wollen. Möglicherweise, ich weiß nämlich aus zufälliger Quelle, dass einige der Kollegen über eine bemerkenswerte Fähigkeit verfügen, mit der man die Signatur, also die astrale Signatur des Erschaffers oder Verursachers von Zaubern finden kann. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Erschaffers oder Benutzers. Ist diese Signatur nicht lediglich lokal? Wir wissen dann lediglich, wer dieses Artefakt erschaffen hat und nicht wo er ist. Das überlasst einmal den Kollegen. Dieses Artefakt könnte natürlich von einem böswilligen Magier auch dafür genutzt werden, um uns einen falschen Kaiser zu präsentieren. Oder habt ihr seine Funktionen ins Detail überprüft können? Überprüfen können natürlich nicht, in Ermangelung eines Kaisers, der auf dem Kaiserthron sitzt.
Ihr solltet bedenken, dass das Informationsinstitut seit Nemrods Tod nicht mehr von der Reichsregierung kontrolliert wird. Ja, bedauerlicherweise nicht. Jedoch wird es weiterhin von dem Oberhaupt der Weißen Gilde kontrolliert. Seiner Spektabilität sei der Vosslerin. Und ich kann euch garantieren, dass... bitte? Ich kann euch garantieren, dass der... Boltax, jetzt seid aber still. Dass der Convocatus Primus nicht durchgehen lassen wird, dass irgendwelche zwielichtigen Artefakte seltsam genutzt werden. Das ist alles rein wissenschaftlich, was hier an zwielichtigen Artefakten verwahrt und analysiert wird. Und ansonsten sind das alles nur rechtschaffen hergestellte Artefakte. Ja, das stimmt wohl. Und wenn ihr dafür eure Hand ins Feuer legen, bereit seid, will ich... Selbstverständlich. Glauben. Ich werde euch daran erinnern. Werdet ihr das? Vor eurem Gildentribunal? Wann immer sich Zeit finden mag. Ich kann es kaum erwarten. Manchmal gefällt ihr mir, Iserun, ihr seid so ehrlich gemein. Ich bin einfach nur ehrlich. Das macht es. Ich glaube, sowas nennt man Rechtschaffen bei ehrlichen Leuten. Ach so. Ja. Woher soll ich das wissen? Gut, also, aber mir, wollt ihr mir nun diese Artefakte überlassen? Natürlich, hier, wenn ihr euch traut. Selbstverständlich. Gebt sie nur her. Ich werde sie dann später in das Informationsinstitut bringen. Kram dann in meinem Rucksack drin und nehme diese zwei Artefakte aus dem Rucksack heraus, sorgfältig eingeschlagen in weiße Tücher. Und reiche sie ihr. Das waren jetzt der Dolch und die Truhe, ne? Die Geiermaske. Truhe habe ich. Die würde ich dir aber aufgeben. Alles klar. Hat schon irgendjemand einen Plan gemacht, was wir jetzt in den dunklen Tagen machen? Beten? Ja, das, was rechtschaffene Leute tun. Ihr wollt wirklich nur beten? Naja, und die Pan essen. Solange keine grobe Notwendigkeit besteht, werden wir den Tempel nicht verlassen. Ich werde zum Beispiel auch meditieren. Möchtet ihr mitmeditieren? Klingt nach einem sehr interessanten Vorschlag, auf den ich sicherlich irgendwann mal bestimmt, ganz sicherlich, vielleicht zurückkommen werde. Hervorragend.